Hallo, das jetzige Thema ist historisches Fechten an sich selbst. Also was ist eigentlich historisches Fechten? Historisches Fechten bedeutet für uns Fechten nach historischen Quellen, hauptsächlich Schriftquellen. Wobei Fechten wiederum nicht gleichzusetzen ist mit unserem modernen Verständnis von Fechten, denn der Begriff bedeutete damals, also für uns vor allem im 14. bis 16. Jahrhundert, kämpfen. So wie das Englische to fight. Also Fechten, Ficht und Fight sind sehr eng miteinander verwandt. Zusätzlich fechten wir, also kämpfen wir mit historisch angelehnten Fechtwaffen oder Fechtgeräten. Fechtgeräte meint Übungswaffen. Mehr zu den Waffen wirst du später noch in einem der folgenden Kapitel kennenlernen. Niedergeschrieben ist dieses ganze Wissen in sogenannten Fechtbüchern oder auch Kampfbüchern, die wir seit dem 13. Jahrhundert im deutschsprachigen Raum erhalten haben. Das älteste Fechtbuch ist ungefähr um 1300 gezeichnet und später auch noch mit Text ergänzt worden. Dort werden fechtende Mönche mit dem Einhandschwert und dem sogenannten Faustschild, dem Buckler, dargestellt. Historisches Fechten besteht also einmal aus dem Begriff historisch mit dem Bezug zur alter Fechtkunst, zu alten Fechtbüchern und dem Fechten, was wiederum die Kampfkunst des Fechtens beschreibt. Damit steht das historische Fechten zwar nicht in einem Widerspruch zum modernen Fechten, es unterscheidet sich aber vor allem in den Waffen, der Zielstellung, und den Rahmenbedingungen zum modernen Fechten. Die Grundprinzipien der Fechtkunst als solchen sind sowohl im historischen Fechten als auch im modernen Fechten gleich geblieben.